Als ich vor langer Zeit, das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, auf die Bücher von Agnes Heller stieß, war ich sehr beeindruckt. Was mich beeindruckt hat, war vor allem der Elan und der Mut, mit dem hier die Fixierung des Marxismus auf den Arbeitsbegriff durchbrochen wurde. Das war für mich damals sehr wesentlich und das konnte ich in den Büchern von Agnes Heller finden, in dem Buch über die Renaissance, in dem Buch Die Theorie der Gefühle, die Theorie der Bedürfnisse, aber auch aus anderen Publikationen aus dem Kreis der, aber auch in anderen Publikationen aus dem Kreis der Budapester Schule. Sie war ja die bekannteste Autorin dieses Kreises. Aber es gibt da auch wunderbare Arbeiten, etwa von Ferenc Fehér, ihrem Mann, vor allem über den jungen Lukács, über den Essayisten Lukács. Ich erinnere mich da an eine Studie über den romantischen Antikapitalismus beim jungen Lukács, wie überhaupt diese Schriften aus der Budapester Schule den Blick wieder frei machten für die Arbeit des jungen Lukács bis hin zu Geschichte und Klassenbewusstsein. Und dabei handelt es sich aber bei der Budapester Schule ja im Wesentlichen um den Schülerkreis des alten Lukács. Das heißt, das konnte ohne Konflikte natürlich nicht abgehen, diese Wiederentdeckung des jungen Lukács und von Geschichte und Klassenbewusstsein. Und das war spürbar in den Publikationen, die ich damals las. In ihrer Autobiografie, die mittlerweile ja erschienen ist, Der Affe auf dem Fahrrad und schon wieder vergriffen ist, kann man nun nachlesen, dass es noch etwas anderes Verbindendes gab in der Budapester Schule, bei den Mitgliedern der Budapester Schule, und das war das Gefühl der Solidarität mit Israel nach dem Sechstagekrieg. Von diesem Gefühl der Solidarität konnte sich nicht einmal der alte Lukács ausschließen. Während hierzulande im Westen zu dieser Zeit ja die Linke sich hervorgetan hat mit einem wüsten Antizionismus, war dieses Gefühl der Solidarität mit Israel für die Budapester Schule so wichtig. Heute ist natürlich Agnes Heller eine weltberühmte Philosophin. Sie wird überall eingeladen. Sie gibt zahlreiche Interviews über die aktuelle Situation in Ungarn vor allem. Und auch dieser Abend hat ja dieses Thema. Aber da es eine wirkliche Philosophin ist, muss man nicht Angst haben, dass dieses Thema sozusagen isoliert abgehandelt wird. Und das war auch der Grund, warum wir Agnes Heller gebeten haben um ein Interview im vorigen Jahr für die Zeitschrift Sans Phrase, die schon erwähnt wurde. Dieses Interview ist mittlerweile erschienen in der Nummer 3, die vor einigen Wochen herauskam und man kann sie hier auch käuflich erwerben am Büchertisch. In diesem Heft der Sans Phrase findet sich aber auch noch ein Text von Agnes Heller, ein anderer Text von Agnes Heller. Und zwar handelt es sich dabei um die deutsche Erstveröffentlichung des Vorworts zur Neuauflage ihres ungarischen Buchs über den Antisemitismus, die Unlösbarkeit der Judenfrage. Und in diesem Vorwort, und damit komme ich schon zu meiner ersten Frage, in diesem Vorwort geht es vor allem um den neuen Antisemitismus. Also das, was sich heute besonders hervortut und sich als Kritik an Israel geriert, wo sich aber gewissermaßen die alten Formen des Antisemitismus auf neue Weise reproduzieren können. In diesem Vorwort geht es um den neuen Antisemitismus und meine Frage wäre also, ob sich nicht im heutigen Ungarn ein besonders inniges Verhältnis zwischen dem neuen und alten Antisemitismus herausbildet.
anders als etwa im Westen, wo sich ja die neuen Antisemiten, also diejenigen, die sich da hinter der Kritik an Israel verbergen, heftig distanzieren von den alten Antisemiten, mit ihnen nichts zu tun haben wollen, sich als Antifaschisten gerieren, während in Ungarn eben so etwas wie eine traute Eintracht zwischen altem und neuem Antisemitismus zu beobachten wäre. Das heißt, welche Rolle spielt Israel in den aktuellen Auseinandersetzungen im heutigen Ungarn? Vielen Dank für die Fragen und vielen Dank für die Veröffentlichung dieses Artikels oder Vorwort zu einem Buche. Ich möchte einige Sachen noch erwähnen. Ich bin sehr froh, dass du den Namen meines Mannes, Ferenc Fehér, hier erwähnt hast. Er hat doch eine sehr wichtige Rolle in der Entwicklung meiner Gedanken gespielt. Und wir haben doch zusammen auch viele Bücher, politisch-theoretische Bücher, in Australien geschrieben. Das heißt, diese Art von Bücher, die als Intervention, eine theoretische Intervention in politischen Angelegenheiten repräsentierte. Wenn du es über die Budapester Schule gesprochen hast, dann möchte ich nur das erwähnen, dass die Budapester Schule wesentlich eine oppositionelle Macht, intellektuelle Macht gegen die damalige Kaderregime gewesen war. Das ist also der wichtige Zement, den die Menschen der Budapester Schule zusammenhielt. Wir hatten ganz verschiedene Vergangenheiten, auch ganz verschiedene Interessen. Aber wir haben einander verstanden, wir waren auch sehr gute Freunde. Wir haben unsere Bücher miteinander besprochen, bevor wir sie geschrieben haben. Das war sehr wichtig. Wichtig ist, einen intellektuellen Kontrolle zu haben. Wir waren gegeneinander intellektuellen Kontrolle. Mehr als Lukas, den wir sehr hoch schätzten, der stand über uns. Aber wenn wir über intellektuellen Kontrolle sprechen, haben wir einander kontrolliert. Das war sehr wichtig in unserer Freundschaft gewesen. Und einige dieser Leute, mit denen wir damals zusammenarbeiten, leben doch, Mihai Vajda und György Markus, sind 80 Jahre alt und sie leben, und mit ihnen habe ich noch immer eine freundschaftliche Verbindung. Die nächste Frage ist über mein Buch. Mein Buch über die Unlösbarkeit der Judenfrage. Das ist nicht nur über Antisemitismus, natürlicherweise, das ist über die Judenfrage. Ich stelle die Frage, warum gab es immer eine Judenfrage, seitdem Juden überhaupt existieren? Ich glaube, wenn man nicht über die alten Hebräer spricht, ich glaube, dass Juden existieren ungefähr vor dem 6. Jahrhundert von Christus. Das ist ungefähr an der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, das Judentum sozusagen existiert. Und in dieser Zeit gab es schon ein Gefühl gegen den Judentum. Und dieses Gefühl gegen den Juden hat immer neue Formen angenommen, aber immer in allen Zeiten hat es einige Formen angenommen. In den alten Zeiten, und da gab es auch Pogrome gegen die Juden in mehreren Städten, Alexandrien zum Beispiel, das war ein wichtiges Pogrom. Pogrom war kein Christentum und Antisemitismus war in der Mond damals. Pogrom, denn Juden waren doch Atheisten gewesen, denn sie haben doch in den Götter des Staates nicht geglaubt. Wer in Jupiter nicht glaubte und wer besonders bei den Göttertum des Kaisers nicht glaubte, war ein Atheist gewesen. Und weil sie eben keine Statue, kein Gemälde für einen Gott Kaiser errichten wollten, waren sie Antisemiten gewesen, waren sie Atheisten gewesen, schon Atheisten für alle polytheistischen Religionen, von der Babylonien, Assyrien bis zu den Römern und den Griechen, waren sie alle Atheisten. Das war eine erste Phase. Die zweite Phase war das christliche Antijudaismus. Im Christentum, das war nie die öffentliche Meinung der Kirche gewesen, aber doch in allen Kirchen haben darüber gesprochen, dass Juden Christus und Gott getötet haben. Das und aber die Blutanklage und so weiter, was das für christliches Antijudaismus. Und dann kam
Im 19. Jahrhundert kam Antisemitismus, das nicht mehr religiös, aber sozial gefärbt ist. Das war, hat auch zwei verschiedene Phasen. Die erste Phase sagten dann, die Juden sind schlimm, weil sie unsere Mädchen nicht heiraten wollen, mit uns nicht essen wollen, nicht unsere Schule gehen wollen, nicht mit uns reden wollen und so weiter, weil sie sich verschiedenartig gekleidet sind und so weiter, nicht unsere Sprache sprechen. Die zweite Phase, das sind gefährlich, weil sie unsere Mädchen heiraten, weil sie so sich kleiden wie uns, weil sie so sich zu uns assimilieren, weil sie so Geschäfte machen wie uns, deswegen sind sie schlecht. Das ist zweite Phase des Antisemitismus. Dritte Phase, das kommt an gegen Israel. Das heißt, was ihr gegen Israel, die Anti-Israel-Attitüde, ist eine Art von Antisemitismus. Das heißt, das geht überhaupt nicht darüber, ob man mit der Politik von Israel einverstanden ist oder nicht einverstanden ist. Ich möchte ein einfaches Beispiel geben, das ich vielleicht hier nicht gegeben habe. In England sehr viele wissenschaftliche Institutionen und Kreisen boykottieren die israelischen Wissenschaftler, die iranischen Wissenschaftler nicht boykottieren, ukrainische Wissenschaftler nicht boykottieren, russische nicht boykottieren, afghanistanische nicht boykottieren, ägyptische nicht boykottieren. Genau israelische haben sie boykottiert. Wenn das nicht das, was ist die Motivation? Warum eben? Das ist natürlich eine Art der Ausdruck des Antisemitismus. Zu Ungarn zurückkehren. In Ungarn ist das Antisemitismus wesentlich alt. Das ist noch das alte Typ des Antisemitismus, sagen wir, aber sie haben keine konkrete Art. Es gibt wenige Juden und diese wenigen Juden sind nicht reich, sie haben keine Banken und so weiter. Aber sie identifizieren das Judentum mit Liberalismus. Das heißt, wenn die heutige Regierung antiliberal ist, sie glauben, dass sie Demokraten sind, aber sind ganz und gar antiliberal ausgesprochen. Sie identifizieren Judentum mit Liberalismus. Schimpfen Liberalismus, alle schimpfen. Das ist Dr. Prügelknabe. Die Liberal ist das hässliche Wort. Wenn man eine Sache gegen uns gemacht hat, Philosophen, sagten wir liberale Philosophie in Agnes Heller. Liberal war das Schimpfwort. Das ist wie ein Teufel. Liberal. Das heißt, Liberalen sind mit Juden identifiziert. Das ist eine neue Art von Antisemitismus. Das ist ganz gut gegeben. Außerdem, Jobbik ist auch alt und neu antisemitisch. Jobbik ist eine totale antisemitische Partei, macht keinen Unterschied zwischen alten und neuen, verschiedene Formen der alten und neuen. In allen Weisen sind sie rassistisch, nicht nur antisemitisch, auch anti-Roma und anti-alle. Das heißt, alle, die in ihrer Meinung nicht Blut und Boden und Gang sind. Das heißt, für verschiedene Formen der Antisemitismus existieren. Aber Neuantisemitismus charakterisiert nicht die Linke in Ungarn. Das ist sehr wichtig. Denn in sehr vielen westlichen Ländern ist die Linke und extreme Linke sehr anti-Israeli. Das ist nicht in der ungarischen Linke. Ungarische Linke hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich möchte sagen, auch die Regierung hat damit nichts zu tun. Sie sind nicht anti-Israeli, Jobbik. Das ist die Sache von Jobbik. Antisemitismus in Allgemeinen ist sehr verbreitet. Aber wie ich schon gesagt habe, es in allen Ländern gibt es doch Antisemitismus. Das ist keine ungarische Spezialität. Die ungarische Spezialität ist etwas anderes, nämlich dass die Regierung nicht auftritt gegen die radikal antisemitischen Erscheinungen und ausdrücken, dass sie stumm bleiben, als ob nichts passierte. Und das ist die eigene, das ist Spezialität in Ungarn, nicht das Antisemitismus selbst. Es ist in der ganzen Welt gibt es Antisemiten und das ist doch, man muss sich dazu gewöhnen, möchte ich Ihnen sagen. Ja? Das fällt allerdings schwer. Ich habe mich dazu gewöhnt. Ja. Weil Sie jetzt auf die Politik von Orban zu sprechen gekommen sind, oder weil du auf die Politik von Orban zu sprechen gekommen bist, möchte ich da gleich darauf hinweisen, dass du ja in dem Interview für die Sans Phrase, was diese Politik betrifft, eine eigene Bonapartismus-Theorie für Ungarn entwickelt hast. Und zwar geht die davon aus, dass sich die Gesellschaft, die heutige ungarische Gesellschaft, ja nicht mehr mit der Horthy-Zeit vergleichen lässt. Das heißt, man kann hier nicht mehr von einer Klassengesellschaft sprechen.
Das heißt auch, man kann sozusagen die politischen Kräfte, die da wirksam sind, nicht mehr bestimmten Klassen zuordnen, sondern es handelt sich um eine Massengesellschaft, eine moderne Massengesellschaft, trotz dieser ganzen archaisierenden Elemente, die für Ungarn typisch sind, ist es doch eine moderne Massengesellschaft und gewissermaßen auf der Basis dieser Massengesellschaft, in der sozusagen der alte Antisemitismus auch fortexistiert, auf der Basis dieser Massengesellschaft baut sich hier ein System mit Bandenstrukturen auf, nicht? Das heißt, die demokratischen Institutionen werden nicht durchwegs beseitigt, die bestehen fort, aber an den Schlüsselpositionen dieser Institutionen setzt Orban seine Leute, seine Freunde, also seine Leute aus seiner Bande, aus seinem Racket. Und dadurch entsteht sozusagen dieser neueste Bonapartismus. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe das Wort Bonapartismus benutzt, weil ich eben nicht sehr sympathisierte, die ungarische Linke, die Fidesz-Regierung faschistisch nannte. Ich glaube, Faschismus und Nazismus, Nazis sind Faschist. Das ist eine schlechte Beschreibung. Das sind doch historisch konkrete Systeme und konkret historisch bestimmte Systeme, die man zur heutigen Gesellschaft heute auch nicht der heutigen Regierung anwenden kann. Ich glaube, man muss eine Konzeption, einen Begriff finden, unter diesem Begriff kann man es verstehen. Und das ist ein Begriff, das kein Schimpfwort ist. Dann ist es ganz und gar verbreitet in Ungarn. Alle Linke ist von den Rechten Kommunist genannt und alle Rechte ist Faschist genannt von dem Linken. Das habe ich nicht gern. Es ist sowieso eine bipolare Gesellschaft. Wenn man die bipolare Gesellschaft mit einer Art von Rhetorik noch bipolar macht, dann mehr bipolar macht das, glaube ich, keine gesunde Erscheinung. So habe ich über Bonapartismus gesprochen und habe noch nicht mit dem Napoleon I., dann Napoleon III. Verglichen. Napoleon III., damit zwei Drittel der Stimmen die Wahl für Republik Frankreich gewonnen hat, später gleich das Parlament aufgelöst und sich als Kaiser krönte und so weiter. Das heißt, aber natürlich sind alle Art von Bonapartismen verschieden. Die Bonapartismen haben eine gemeinsame Struktur, nur eine Sache. Sie lesen die alte Konstitution mit der neuen Konstitution auf. Sie haben eine neue Konstitution, die ihren Interessen und ihren Programmen entspricht. Außerdem konzentrieren sich einen Menschen, der auf der Spitze der Pyramide sitzt und alle anderen Menschen in einer Weise horchen diesen einen Menschen, ohne dass das ganze System eine Diktatur wäre. Hm. Denn das ist Diktatur, gehört doch alle. Hm. Diktatur gehört Todesstrafe, Diktatur gehört, die Grenze muss man abschließen. Man braucht keine Diktatur dafür, dass eine einzige Stimme die ganze Gesellschaft und wenn die Menschen sich benehmen, sich bestimmen, Menschen fürchten sich vom Zentrum. Das ist Zentralisierung. Ich sprach vor 4 Jahren über Zentralisierung und Konzentration aller Mächte, 3,5 Jahre. Schon nach ersten Monat über Zentralisierung, Konzentration aller Mächte. Das heißt, die Abschaffung der Gegeninstitutionen oder aber, wenn sie nicht abschaffen können, dann stellen sie ihre eigenen Menschen, die loyalen Menschen, auf den Kopf der Gegeninstitutionen. Dann füllen sie nicht die Funktion der Gegeninstitutionen. Ich sprach über ein Hungarikum, das ist wirklich in der ganzen Welt nicht existiert. Es gibt 3 höchste Autoritäten in ungarischen Republik. Der erste ist der Präsident der Republik, Ministerpräsident und Präsident des Parlaments. Der Ministerpräsident von Orban, er hat de facto ernannt den Präsidenten und auch den Präsidenten des Parlaments. Sie sind nicht Jugendfreunde. 3 Jugendfreunde regieren Ungarn. Ja, das ist ein Hungarikum und das passiert nicht. In keinem anderen Land kann ich das etwas Ähnliches sehen.
sind mir sehr böse. Das habe ich schon oft gesagt. Dann sind mir sehr böse. Sie sagen, ach, das ist ja da, diese Leute nach das ungarische Parlament gewählt. Haha, ungarische Parlament hat zwei Drittel der Stimme. Es wählt immer dem, was Orban wählen will. Das heißt, das ist ganz, ganz und gar lächerlich, wenn Sie da zu mir sagen, dass, nein, nicht Orban hat sie genannt, ungarische Parlament. Sie könnten keinen besseren Menschen finden als die besten Freunde von Orban für diese wichtige Positionen. Ja, das ist doch lächerlich. Na, das heißt, das ist die Situation. Alles jetzt, da passiert das alles, was Orban will, wird verwirklicht. Ein Mensch will etwas, das wird so passieren. Das ist, es gibt keine Diskussion, keine öffentliche Diskussion, nicht so etwas. Doch kann man sagen, es gibt keine Diktatur. Nicht nur, weil die Grenzen offen stehen, es gibt auch sehr wichtige Stimmen. Es gibt natürlich oppositionelle Parteien, sie haben überhaupt keine Macht, aber sie existieren. Und bei Existenz oppositioneller Parteien gibt es eine Möglichkeit, sich zu organisieren und auch in den Wahlen teilnehmen und vielleicht auch die Machtsituation verändern. Diese Möglichkeit ist offen. Und wir werden Wahlen haben am 6. April und wir wissen nicht, was die Ergebnisse dieser Wahlen sein werden. Das heißt, die oppositionellen Parteien sind da und jetzt sind sie vereinigt und werden einen vereinigten Block gegen den Fidesz in der Wahlen repräsentieren. Wir wissen nicht, was passiert. Das heißt, es ist keine Diktatur, das möchte ich sagen. Natürlich, die ganze Presse, Presse ist von den Orban-Leuten dirigiert und natürlich die Propaganda ist so primitiv, dass ich Ihnen das nicht erwähnen kann. Die Sprache, darüber habe ich schon gesprochen, die Sprache verändert sich. Am Anfang spricht Fidesz immer über die Bürger, ungarische Bürger, Bürger hier, Bürger. Dann später über die Menschen, die ungarischen Menschen. Das heißt, ungarische Menschen, das heißt, das ist Populismus, das war Populismus. Jetzt gibt es nicht mehr. Es gibt immer Ungarn. Die ungarische Familie, die ungarische Frauen, die ungarische Männer, die ungarische Kinder, die ungarische Schulen, die ungarische Kultur, alles ist ungarisch. Man kann kein Wort ausdrücken, ohne sie ungarisch zu nennen. Das ist eine neue, das ist wirklich lächerlich. Aber die Menschen sind dann gar nicht so gewöhnt, dass man wir in den ungarischen Saal sitzen, ungarisches Wasser trinken, ungarische Bücher lesen, ja, ungarische Menschen sprechen, ja, und ungarische Brillen tragen und alles ist ungarisch. Natürlich, weiß, ist das so. Vielleicht ist hier Österreich, ich weiß nicht was, aber keine Ahnung. So, das heißt die Rhetorik ist sehr nationalistisch und darüber redet eine sehr eigene Art der Rationalismus. Das, was gestern Tamás Gáspár so ausdrückte, war ein Ungar ist, bestimme ich. Und das wirklich Orbán bestimmt, wenn ein Ungar ist. Nämlich, alle, die außerhalb Ungarn leben, können nicht bestimmen, ob sie Ungarn sind oder nicht. Denn sie sind für die Regierung Ungarn, die außerhalb Ungarn leben, Transsilvanien, Ukraine und auch. Aber die in der Opposition sind, zum Beispiel Sozialisten, sind keine Ungarn. Sie sind überhaupt keine Ungarn. Sie sind Fremde. Sie haben nie Ungarn verstanden. Sie sind einfach Fremde. Das heißt, nur die Fidesz-Anhänger sind Ungarn. Das ist eine sehr interessante Definition einer Nation. Das ist eine neue Definition. Das heißt, also Bonapartismus mit einer neuen Farbe. Das war auch in der Arbeit. Dritten Napoleon, nicht die Frage. Für die Franzosen waren alle Franzosen immer Franzosen gewesen. Ja. Ja, das gehört sozusagen auch zu den modernen Aspekten dieser Situation in Ungarn, nicht? Und das hat natürlich auch so seine komischen Seiten, aber die andere Seite ist, und davon sprichst du ja auch in dem Interview, ist eine Atmosphäre der Angst, die entstanden ist, nicht? Also auf der einen Seite diese groteske ungarische Ideologie der Fidesz-Partei und zugleich gibt es weiterhin demokratische Institutionen, die allerdings irgendwie beeinträchtigt werden durch teilweise Aufhebung der Gewaltenteilung. Und dadurch entsteht auf der anderen Seite eine Atmosphäre der Angst auch, nicht? Das heißt, alle Schulen wurden nationalisiert, das heißt, alle Schulen wurden Staatsschulen jetzt im vorherigen
Jahr. Das heißt, alle Lehrer und alle Direktoren hängen vom Staat ab. Das, was ein Lehrer und Direktor etwas anderes sagt, was man ihm sagen, was er sagen soll, kann er die Position gleich verlieren. Natürlich haben sie eine Grundangst zu haben. Also viele Leute sind abhängig vom Staat und wenn sie vom Staat abhängig sind, haben sie Angst. Und das ist eine Neuerscheinung auch mit Angst. Denn natürlich gibt es immer sehr reiche Leute, Oligarchie gibt in allen Ländern. Aber zum Beispiel in Amerika, die Oligarchie, eine Oligarch unterstützt die Demokratische Partei, andere Oligarch unterstützt die Republikanische Partei, einen oder anderen. Sie sind in der Politik tätig, aber unterstützen nicht dieselbe Politik. In Ungarn ist es verkehrt. Denn wer zu Oligarchie gehört, dankt es der Regierung. Das heißt, die Regierung kreiert eine Oligarchie, macht die Oligarchie. Das heißt, Oligarchie ist ganz und gar von der Politik abhängig. Darüber geht es. Und deswegen hat auch die Oligarchie Angst. Das ist interessant. Auch ein Direktor der größten ungarischen Bank hat Angst, weil er sieht, dass die Regierung hat etwas nicht gern, was sie machen, und da haben sie schon Angst, dass sie ihre Position als Bank in der Bank verlieren werden. Also die Banken sind auch gefährdet. Das heißt, alle fürchten sich, nicht nur arme Leute fürchten sich, auch reichere Leute fürchten sich. Die Mittelklasse fürchtet sich. So, das ist ganz und gar allgemein geworden. Besonders müssen sich natürlich die Roma fürchten. Und in dem Zusammenhang war ganz besonders beklemmend, zu erfahren, dass es in Ungarn auch Auflösungserscheinungen gibt, was das Gewaltmonopol betrifft. Das heißt, dass sich hier bewaffnete Milizen bilden wie die ungarische Garde, nicht? Die dann sich besonders hervortun in der Verfolgung der Roma. Also das ist auch so eine Erscheinung, die sich, das Eigenartige ist, dass das sozusagen neben den demokratischen Institutionen möglich ist, solche Auflösungserscheinungen des Gewaltmonopols in Gestalt von Milizen, die da in bestimmten Gegenden von Ungarn ihr Unwesen treiben. Wie ist das? Wird sich das weiter, wie sieht das aus? Wird sich das weiter verstärken, solche Auflösungserscheinungen, was das Gewaltmonopol betrifft? Oder gibt es da doch eine gewisse Stabilität, was dem Staatsapparat ausmacht? Es hat sich nicht verstärkt. In diesem Sinne hat es nicht verstärkt. Eher ein wenig zurückgegangen. Das hat sich nicht verstärkt. Der Staat gibt dem Gewaltmonopol nicht auf. Das Jobbik hat diese quasi militärische Organisationen begründet. Aber natürlich, die Jobbik-Leute sind nicht sehr freundschaftlich der Fidesz-Regierung gegenüber, sind auch Opposition, extrem rechte Opposition ist auch eine Opposition. Sie sind ihre Kinder, Jobbiks Kinder. Sie haben keine große Möglichkeit, sich so sehr zu verstärken. Eigentlich ist alles offen, was die nächste Zeit betrifft, nicht? Man kann nur bestimmte Tendenzen erkennen, aber man kann schwer einschätzen, wie stabil dieser neue Bonapartismus, wenn man das so bezeichnen will, wie stabil dieser neue Bonapartismus ist. Und die nächsten Wahlen sind natürlich entscheidend, beziehungsweise was sich dann nach den Wahlen tun wird. Ich glaube, das ist die zweite Frage, die ich jetzt nicht frage. Ich frage nur die erste Frage. Ob es eine Möglichkeit ist, für die jetzt schon vereinte Opposition zu siegen. Das war nicht eine leichte Sache, denn die Opposition ist eine Opposition, in den drei verschiedenen Parteien teilnehmen, dreieinhalb verschiedene Parteien teilnehmen, die verschiedene Politik haben, verschiedene Programme haben, verschiedene Ideologie haben, wenn sie über Ideologie sprechen. Es wäre sehr schwer für sie. Es war wirklich schwer, meine Ideologie aufgeben, füreinander aufgeben, um ein einheitliches Plattform gegen diese Regierung annehmen. Das hat ihnen gelungen. Einige Intellektuelle machten ein böses Gesicht, ein saueres Gesicht. Ja, warum nicht dieser wird der Ministerpräsident, warum dieser, warum nicht unser, warum ihrer? Ich glaube, das ist ein schlechtes Denken. Ein schlechtes Denken in der Politik macht man doch Kompromisse. Ich habe eine Idee, ich habe einen Menschen gern, ich würde ihn gern sehen zum Ministerpräsidenten. Zum Beispiel Boynay, sehr viele. Aber
Das geht nicht, weil die anderen jemand anderen wollen und der Dritte einen Dritten will. Man muss doch Kompromisse machen, ob, wenn es keine Kompromisse gibt, dann kann man überhaupt nicht zusammen zur Wahl, zum Wahl gehen. So, ich glaube, jetzt ist es gelungen, bis zu einem Punkt eine einheitliche Front gegen die Regierung machen. Ich möchte dann noch etwas sagen. Das Problem mit einigen oppositionellen Parteien war, dass sie die ungarische Mitte ansprechen wollten. Sie hatten die Idee, dass wenn sie gute Programme haben, die Leute diese Programme lesen werden. Und wenn sie die Programme lesen, sie werden unter den Programmen wählen. Das ist ein besseres Programm, ein schlechteres Programm. Das ist meinen Interessen, entspricht mehr und das weniger. Aber sie haben die ungarische Wähler missverstanden. In Ungarn lesen die Menschen die Programme nicht. Sie sind überhaupt nicht interessiert, was in den Programmen steht. Es ist eine bipolare Gesellschaft und die Bipolarität ist nicht rechts und links. Das ist auch missverstanden. Bipolarität ist pro Regierung, Protest gegen die Regierung. Das ist die Bipolarität. Und man wird sich ausstellen, was stärker ist. Das ist die Frage. Nicht, ob mehr Leute für die Linke sind, mehr für die Rechte. Das wird die Sache ist, ob mehr Leute protestieren, als Leute, die nicht protestieren. Darüber ist in April die Rede. Und das wird sich ausstellen, wie das ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Noch eine Frage zur Situation an der Universität in Budapest. Weil da ging ja vor einem Jahr oder vor über einem Jahr ging so ein Bild um die Welt, von einer antisemitischen Schmieraktion gegen Agnes Heller. Fühlst du dich bedroht in diesem Zusammenhang an der Universität? Gibt es da merkbare Kräfte antisemitischer Art? Werden die stärker oder gibt es auch Gegenwehr? Ich fühle mich überhaupt nicht bedroht. Sehr viele Leute sprechen mich in der Straße, in Straßenbahn an und sagen, ich liebe dich. Mach es weiter, tue, was du tust. Jeden Tag 3-4 Leute sprechen mich positiv ein. Ich fühle mich überhaupt nicht bedroht. Ich weiß, dass es Leute, die mich hassen, aber so, dass da, wenn man in öffentlichen Arenen auftritt, das muss man damit zählen, dass Leute mich auch hassen werden. Ich fühle mich überhaupt nicht bedroht. Natürlich, die Antisemiten haben über in der Universität auf unseren Namen geschrieben, wir brauchen keine Juden in der Universität. Wir wissen doch, dass in der Lehrstuhl von der Geschichte sehr viele Jobbik-Leute gibt und in anderen Lehrstühlen sehr viele progressive Leute gibt. Es gibt verschiedene Lehrstühle, verschiedene Studenten. Es gab auch eine positive Studentenbewegung, das Netzwerk der ungarischen Studenten. Jetzt sind sie nicht mehr aktiv, einer war nicht aktiv, sie waren sehr progressiv gewesen. Eine Art von Studenten denken in dieser Weise, andere Art von Studenten in anderer Weise. Es gibt einen typischen Weg in der Humanität, Geschichte sind die Studenten meistens extrem rechte Studenten. In der Ökonomie sind sehr bürgerlich bestimmte. Da gibt es große Art von Liberalismus. In der Schule der Technik, technischen Hochschulen, sind sie in der Politik überhaupt nicht interessiert, mehrmals. Das heißt, sie sind ganz verschieden voneinander. Es hängt auch von dem Lehrstuhl ab, auch von der Professorin ab und auch von ihren Interessen ab, ob sie von der Rechte oder Linke oder Mitte stehen, ob sie überhaupt in Politik interessiert sind oder nicht. So bedroht fühle ich nicht. Und ich glaube, ich habe auch keinen Grund, mich bedroht zu fühlen.